Geh mal eben zurück, die restliche Munition. Okay, hier ist keine Munition mehr. Einzige Problem ist, mit den großen Waffen bewegt man sich auch langsamer. Wow, die Tür hier bringt's. So, Munition. Ey. Tritt nicht auf meine Munition drauf. Die ist wertvoll. So, dann wechseln wir zurück zu Sniper, denn... Ey. Warum lebt der noch? Huch. Das wird nicht der letzte gewesen sein, wollte ich eigentlich eben sagen. Ey. Wow. Wie viel hält der Typ aus? Mein Gott. Huch. Von rechts. Komm hier rüber. Okay. Ist hier oben noch einer? Möchte ungern von einem... Au. Nice. Natürlich. Ich hätte gerne... So, dann möchte ich... Okay. Möchte keinen Raketenwerfer da oben haben. Das hat mir hier so exorbitant viel Schaden gemacht. Gute Reise. Treffe. Da unten leben noch einige, würde ich sagen. Boah, die regenerieren echt. Haben wir es dann? Ein Glück, dass ich durch die Brüstung durchschießen kann. Und nochmal eine Abschlussexplosion. Ich glaube, die Treppen führen beide runter, oder? Hier gibt's noch eine... Oh! Dann haben wir ja fast Glück gehabt, dass die Watcher zu dämlich sind und zu umrunden, ne? Ich glaube, wenn die Watcher plötzlich von hinten kommen, das wäre nicht so angenehm. Aber ich fände mehr Munition gut. Diese Waffe frisst echt viel zu viel Munition. Und ich wechsle immer aus Versehen zur falschen. Wenn ich hier runter drücke... Nee. Ich weiß immer nicht, in welche Richtung der scrollt. Er scrollt eh komisch. Huch. Ich hab sie. Ein Glück, dass der Krogana da hinten bleibt. Ersatzteile. Nochmal Medizinkit, das ich nicht brauche. Ein Loch. Okay. Dieser Bezirk ist aber sehr schlauchig. Wir bringen das Heilmittel rein und schalten die Ventilatoren ein. Okay. Wenn du das sagst, Jacob. Ah, sie nicht herkommen! Wir Maschinen abgeschaltet! Ventilatoren kaputt! Alle ersticken und tot! Dann machen Kollektoren uns stark! Ja, danke, dass du gerade alles bestätigt hast, was wir noch nicht wussten. Vielen Dank. Was wollen die Kollektoren?
Kollektoren wollen Seuche. Sie arbeiten für Doktor. Maschinen anschalten. Heilmittel in Luft bringen. Wir sie vorher töten. Ja. Diese Watcher sehen echt komisch aus. Perfekt. Ja. Boah, ein Glück, dass der weg ist. Ich bräuchte irgendeine aktive Fähigkeit. Sind ausgefallen. Ich hab sie. Aber wie lange lebt der denn? Warte, ich habe den Raum gescannt. Das zentrale Kontrollsystem befindet sich in einer Nische in der Mitte der Rückwand. Dort können Sie das Heilmittel injizieren und die Systeme neu initialisieren. Okay. Ich hätte gerne vorher Munition. Danke. Heilmittel einfügen. Einfüllen. Das Heilmittel ist drin. Sobald die Ventilatoren laufen, haben wir es geschafft. Okay. Das hat wehgetan. Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Es gibt... Ja, Moment. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem Sie sich gerade befinden. Komm hier rüber! Ziel am Boden! Ich habe diese Raketenspackos da oben noch gesehen. So muss es sein. Jetzt. Feind am Boden! Komm hier rüber! Danke. Keine Ahnung, was die beiden dahinter getrieben haben. Ventilationskontrolle. Da müssen wir hin. Und da kommen bestimmt keine Feinde raus. Oh mein Gott. Habe ich hier irgendwelche Fähigkeiten, die... Das war nice. Der eine, der da explodiert ist. Ich glaube, der hat 3 oder 4 von denen mitgesprengt. Aber ich brauche ein ganzes Magazin für diese Dinger, weil die so schnell regenerieren. Das ist unangenehm. Dämliche Watcher. Einer läuft. Auf zum zweiten. Los geht's. Ich glaube, da kommt... Render, das ist ein Scheiß. Das ist eine Scheißposition, Render. Würdest du? Danke. Los geht's! Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? So. Nice. Nachladen. Viel Muni habe ich nicht mehr. Ein Glück, dass die alle was fallen lassen. Ich gehe mal hier hinten rum, nicht dass da oben wieder irgendwelche Raketenschützen. Aua. Warten. Gute Nacht. Gut, da hinten nicht, aber die da oben habe ich gesehen. Kleine Bastarde. Ich hab sie. Mach mal hier einen Warp drauf. Danke. Ich hab's. Genau, der soll ja angeblich sehr effektiv gegen Panzerung sein. Und solange die Schildverstärker noch halten, dürfte der Krogan auch nicht an mich drankommen.
Nice, das war einfacher als gedacht. Ich wette, da geht jetzt die Tür auf und dann stürmt ein Kroganer raus. Das wird doch nicht leer sein da drin. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Erschrocken, Entschuldigung. Ups. Und Ventilator 2 gestartet. Beide Ventilatoren laufen. Das war's dann wohl. Erledigt. Gute Arbeit. Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Vulture ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Auch ich möchte Ihnen danken. Diese Batarianer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Für einen Moment dachte ich, sie würden sie erschießen, obwohl sie mich bereits freigelassen hatten. Wir hatten einen Deal. Ich habe versprochen, sie zu verschonen, wenn sie sie gehen lassen. Und ich halte meine Versprechen. Sie haben Gnade gezeigt. Riskant. Ich hätte sie erledigt. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Der Junge, etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen, jetzt, wo die Vulture weg sind. Ja, wenn er die Klinik übernimmt, dann kann Mordin doch bei uns mitmachen. Wir haben die Seuche besiegt. Werden Sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja, es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Okay. Wir brechen auf. Wir sehen uns auf der Normandy. So, und bevor hier die Musik wieder ohrenbetäubend laut wird, drücke ich auf Beenden. Ja, kaum noch Munition. Wechsel zu einer anderen Waffe. Ja, ich muss mal Waffen mit größeren Magazinen aufrüsten. Auf der Normandy, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Mordin weiß viel. Sie sind sehr gut informiert. Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen. Experten für Spionage. Hatte früher selbst Geheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen. Weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf, gegen Aliens zu sein. Problematisch. Cerberus leistet gute Arbeit? Nö, nicht wirklich. Was wir bisher gesehen haben... Ja gut, wir sind jetzt sehr gute Arbeit. Also das Projekt Lazarus ist sehr gute Arbeit, aber das liegt an uns. Belügen Sie sich nicht selbst, Professor. Für den Unbekannten kommen die Menschen nach wie vor an erster Stelle. Aber diese Mission ist zu schwierig, um sie alleine zu meistern. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Randbereichen des Terminusgebiets. Keine gewöhnlichen Entführungen. Für gewöhnlich brauchen sie mich nicht. Ganze Kolonien verschwinden spurlos. Es gibt keine Notsignale und keinerlei Hinweise auf irgendeinen Angriff. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein, verbreitet sich zu langsam. Sie müssen hier nicht rumsitzen und raten. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es... Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Es ist eine KI. Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben Zehntausende von Kolonisten entführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich.
können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden. Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Ziemlich hektisch, der Typ, aber nett. Ich mag Morden. Das heißt, wir können jetzt ins Labor. Labor, Forschungsterminal, Waffenupgrades, Panzerungupgrades, Medigel-Kapazität. Kann man jetzt erforschen, dann kann man ein Medigel mehr tragen. Intensives Training kann Shepard eine einzige Bonuskraft erlernen. Durch Rekrutieren von loyalen Gruppenmitgliedern werden weitere Kräfte für Shepard verfügbar. Das ist das, was wir ganz am Anfang machen konnten. Das wirkt sich irgendwie auf neue Spieler auch aus. Steht da zwar nicht bei, aber tut es ja scheinbar. Ich nehme mal die Medigel-Kapazität noch mit. Habe immer was geforscht. Müssen eh noch einiges hier forschen. Upgrades untersuchen, da kann man sehen, was man schon an Upgrades gekauft hat, beziehungsweise erforscht hat. So, reden wir mal mit ihm. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Laboreinrichtung. Sind Sie mit dem Labor zufrieden? Durchaus zufriedenstellend. Hab ein paar Abhörwanzen gefunden, die meisten zerstört. Die teure Miranda zurückgebracht. Nichts Unerwartetes. Brauche einfach mehr Proben. Mehr Daten über Kollektoren, Gewebeproben. Was Sie kriegen können, kann ich brauchen. Finden Sie neue Tech. Okay. Die teure hat er zurückgebracht. Das finde ich so ein bisschen süß. Gibt es medizinische Bedenken bezüglich des Teams, von denen ich wissen sollte? Personal von Cerberus in bester Verfassung. Keine Bedenken bezüglich Team. Irgendwas ist immer, aber nichts davon beeinflusst unmittelbar die Mission. Das ist gut. Und was mit dir? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Aber es vermisst, für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Das ist cool. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmacs dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Macs. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Zu laut. Ja gut, wenn sie bei der Special Task Group im Verdeckten arbeiten und dann mit so einem scheiß Metall-Mac da durch die Gegend stampfen, ist es nicht mehr so verdecktes Ermitteln. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein. Es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten. Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich rette ich auch gerne Leute. Den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter. Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. Der hat eine ganz besondere Vorstellung von Ruhestand. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation, operiert im Geheimen, kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung, falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Das ist richtig. Inwiefern ähnlich? Salarianern fehlt es an Truppenstärke, roher Kraft und militärischem Können. Müssen stattdessen auf Tarnung und Intelligenz setzen. Den Agenten wird vertraut und weitgehender Freiraum zugebilligt. Ähnlich wie bei Spectres. Zieldefinition, dann Ausführung. Natürlich großzügiger finanziert. Wir mussten unsere Waffen nicht selbst kaufen. Boah, das will ich auch. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschungen haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Kroganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von kroganischen Kolonien entnommen. Kirahi, das ist der, den wir auf... Also Kirahe, haben sie ihn da noch genannt. Kirahi ist der, den wir auf Wollmeier getroffen haben. Der den Angriff gegen die Klonanlage geführt hat. Und die Idee mit der Atombombe hatte. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet.
Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Würmeyer zu zerstören. Hab schon gehört, dass er dabei war. Improvisierter Sprengstoff? Er hat ja auch mit wenig Ressourcen immer den Job erledigt. Guter Captain. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten, mir ist Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nicht zu ungut. Warum hat die STG die Genophage untersucht? Kroganische Rebellionen waren blutig und gefährlich. Fast so schlimm wie die Angriffe der Rachni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Die Genophage ist ja der Virus, der dafür sorgt, dass sich die Kroganer nicht unkontrolliert fortpflanzen können, sondern dass immer nur ein paar aus, keine Ahnung, ich glaube, die legen irgendwie Eier, so ganz viele, und davon werden aber halt nur ein paar oder irgendwie, ich glaube, jede zehnte Frau, nur eine von 10 Frauen, bei denen ist fruchtbar oder so, irgendwie so ein Virus, der halt die Population von denen begrenzt. Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kroganer. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kroganer. Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die kroganischen Rebellionen überwacht. Mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung. Kein Grund zur Sorge. Okay. Was können Sie mir über die Genophage sagen? Biowaffe. Entwickelt von salarianischem Wissenschaftsteam, vor über 1000 Jahren von Turianern gegen Kroganer freigesetzt, um kroganische Rebellionen zu beenden. Befällt jede Zelle des kroganischen Körpers, oftmals irrtümlich als Sterilitätsseuche bezeichnet. Korrigiert in Wahrheit den Prozentsatz erfolgreicher Schwangerschaften, um die hohe Geburtenrate der Kroganer auszugleichen. Führt zur Stabilisierung des Bevölkerungswachstums auf vorindustriellem Niveau. Nicht mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ist schon so ein bisschen Sterilisation. Ich meine, sie töten niemanden. Sie verhindern, dass Leute geboren werden. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Froh, mich nicht verpflichtet zu haben. Ach, egal. Das sind mir viel zu viele Heilungen Ihrer Gesichtsnarben. Das sind mir zu viele Nachrichten.